Ja, hallo, der Michael hier von Mika News. Hier seht ihr das Fahrzeug, den X-Re X1 von Jan Ratajski. In fast der gleichen Version ist er gefahren beim ETS Round 3 in Andernach auf der Arena 33. Das Rennen, wie ihr wisst, hat er ja gewonnen mit seinem Formel. Und zwar fährt er hier den neuen Formel von X-Re, den X1 2023. Hier noch mit Hoodie, Slickreifen drauf. Beim ETS ist er natürlich die ETS-legalen Kontaktreifen gefahren. Er hat auch ETS-legalen Frontspoiler, Heckspoiler drauf gehabt. Er hat eine andere Karosserie gefahren, wie hier jetzt im Bild ist. Aber das könnt ihr auch im Chassis-Fokus sehen bei mir auf der Seite bei www.mikanews.de. Dann seht ihr hier die neue Vorderradaufhängung. Obere Querlenker ähneln sehr der X4-Serie. Also Kunststoff und Kohlefaser verbundene. Man kann dort stufenlos den Sturz einstellen. Dann haben wir hier eine Kingpin-Feder, kann man die Federung einstellen. Wir haben hier einen Anschlag dran, dass der Lenkhebel nicht weiter einschlägt. Also ich kann diesen Anschlag justieren. Unterer Querlenker ist übrigens aus Kohlefaser. Dann haben wir einen einteiligen Halter, also ein einteiliges Bulkhead vorne, wir haben eine Einarmlenkung, wir haben, wie ihr seht, da so eine Kohlefaserstrebe, damit kann ich das versteifen. Das Servo ist liegend angeordnet. Wenn wir weiter zum Heck gehen, sehen wir hier den Akkuhalter. Der Akku wird dort drin befestigt, einfach nicht mehr mit O-Ring, sondern mit diesem Kohlefaserteil. Wie gesagt, hier diese Platte, die verbindet die Vorderachse mit dem Mitteldämpfer, und der Mitteldämpfer, ganz klar, lässt sich natürlich einstellen. Kegeldifferential hier im Fahrzeug vom Jan. Blick auf die Reifen, Hinterachse und das komplette Fahrzeug nochmal. So, man kann dort die Sidebars zwei verschiedene Positionen einstellen. Ich habe die Möglichkeit, hinten einen Lüfter einzubauen, der hier montiert ist. Je nachdem kann ich auch die Spoilerhöhe variieren. Ich habe die Möglichkeit, die Höhe anzupassen, was gerade bei Moosgummireifen interessant ist. Hier ist ein Hobby-Wing-Motor drin. Klar, beim ETS ist natürlich dieser ETS-Combo, Scorpion-Combo, gefahren. Der Spoiler ist vom Powerpot hinten entkoppelt. Hier ist ein Kohlefaserchassis drin. Dort ist die Pot-Anlenkung. Und es wird verschiedene Optionsteile geben. Ihr habt auch die Möglichkeit, an der Vorderachse den Nachlauf einzustellen. Aber dafür bräuchtet ihr halt ein Optionsteil. Inklusive ist 4,5 bzw. 9 Grad Caster Block drin. Das ist im Prinzip bloß das Kohlefaserteil oben, was man verschieben kann. Wird einfach mit Einsätzen gemacht. Ja, Chassisplatte ist auch neu. Dann, wie gesagt, Akkuhalter. Hier Blick auf die Hinterachse. So, die Side Braces, die sieht man hier jetzt nicht. Da gehe ich vielleicht jetzt gerade mal noch mal hin. Die Side Braces sind hier da, wo mein Daumen gerade war. Kurz davor, hier links davon, vor dem Servo, ist das genau dort. Damit kann ich das Flex beeinflussen. Das zieht sich dann bis hinter. Servo ist, wie ihr seht, liegend angeordnet und dahinter der Fahrregler. Wir können den Radstand einstellen, plus 6 mm, minus 6 mm, einfach an der Position unten die Löcher verändern im vorderen Chassisbereich. Ja, das waren jetzt mal so die groben Features. Ihr habt die Möglichkeit, den unteren Querlenker auch zu beeinflussen in der Position. Es gibt eine harte Variante und es gibt eine softe Variante. Das wird zumindest angegeben.
Der Kingpin vorne ist 3 mm länger. Hier nochmal ein Blick auf die Hinterachse. Vorne Kingpin-Federn gibt es in verschiedenen Varianten, genauso wie im Mitteldämpfer auch verschiedene Varianten es gibt an Federn. Ihr habt die Möglichkeit, die Fahrzeughöhe klar zu beeinflussen, und ihr könnt auch hinten die Port Mountain System verwenden und die Höhe dadurch ändern. Ja, Federung ist einstellbar, seht ihr dort. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, Lüfterhaltung hatte ich gesagt. Verschiedene Positionen der Seitlinks könnt ihr einstellen. Ihr könnt die Sidebrace Chassis Flex könnt ihr ändern, indem ihr an den Schrauben was ändert, und ihr habt ein Kegeldifferential seemäßig drin. Und Karosserie und Spoiler. Drei Minuten zu fahren. Eine Minute zu fahren.